So, hier nochmal eben. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen hier noch angleichen. Oh, schon wieder kein Platz. Den Stein, den lasse ich auch mal so als... Mal gucken, vielleicht lassen wir nochmal ein paar. So, hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal eben... bisschen wegnehmen. So. Mal schauen. Ja, aber da haben wir doch schon wieder die nächste Hütte. Ja, das ist doch ganz okay. Vielleicht machen wir hier mal mit den Fensterläden nochmal eben weiter. Ich weiß gar nicht, was macht denn das für einen Unterschied, wenn ich die jetzt so mache und nach oben klappe? Hier gemacht. Nach oben geklappt. Da müssen viele, ne? Lass das mal gleich. Und mach das hier nochmal eben auch nochmal. So. Mal wieder voll. Ne? Oh, da haben wir schon wieder die nächste Hütte. Eben bei den Dörflern. Wie das bei denen so aussieht mit Nachwuchs. Und ob die nicht mal so langsam mal hier mal herkommen wollen. Na? Ja, die werden alle Farmer, ne? Es gibt hier nur Farmer. Werktische. Ja, ich meine, was aber okay ist, weil die verteilen dann ja auch das Essen. Aber Farmer haben wir wirklich hier reichlich. Ja, sollen die mal machen. Also ich denke mal, ich werde dann nochmal da hinten dann hier diese, ach, das wäre die Katze, ne? Wollten wir nochmal holen. Ja, ich kann ja nur anbieten, ne? Betten haben die ja nicht genügend. Die haben auch genug Felder, die haben zu essen, die haben eigentlich... Ich meine, denen geht's doch nicht super, ne? Ah, warten wir mal ab. Gut, ich mach mal eben diese kleine Tour mal eben mit dem Boot. Ach, schön. Ja, die... Farmerhütte. Und
Dazu brauche ich natürlich ein bisschen Platz auch wieder hier im Rucksack. Das ist auch alles hier viel zu viel. Ach komm, machen wir das Feld, machen wir nochmal eben jetzt, wo wir gerade hier die Sachen hier schon angefangen haben, und gucken wir mal, ob wir irgendwie mal so einen Farmer mal rankriegen, der hier auch mal, ja, vielleicht mal hier mal einziehen möchte. Hier haben wir ja einen Brunnen sozusagen vor Ort, dann machen wir das Feld. Das können wir ja mal. Ich überlege gerade, ob wir das vielleicht hier so in der Nähe des Farmerhauses vielleicht lassen und nicht so weit da hinten reingehen, dass wir das hier noch kompakt halten. Wie gesagt, dass wir es vielleicht gleich hier so neben dran setzen. Machen wir mal eben hier mal die Bäume mal eben weg. Das ist unsere Werkbank. Also, dass wir hier gar nicht so viel Platz jetzt dafür brauchen. Ich mach mal. Erstmal ein Wasser. Ich mach mal hier mal so ein mal sagen, wir machen wieder so vier breit. Wir machen die Felder so, wie wir unsere Felder machen. Kleinen Zaun vielleicht dabei, das so ein bisschen strukturieren. Ich glaube, den müssen wir auch noch wegnehmen. Das ein bisschen offener, damit der hier auch da rankommt, dann auch in das Feld. Machen wir hier noch ein Wasser. Wo waren wir? Hier. So, dann haben wir hier so, ich deute das einfach mal erstmal nur mal so an. Und dann können wir hier im Prinzip komplett feldartig machen. Wie das mit den Tieren dann so hinhaut. Ja, ich mach das, ich deute das erstmal nur mal so an. Machen wir hier den Weizen
machen wir hier. Ach ne, da brauchen wir ja wieder die. Die Seeds. Ja, was ist das denn hier? Kommen wir ja gar nicht heran an die Kiste. Wer baut denn so dahin? So, ich gehe mal im Schlafen. So. Habe ich dann noch... Komm, dann mache ich jetzt mal hier nochmal ein paar Möhren. So. Da haben wir noch. Dann machen wir das mal eben so. Und diesen Komposter, den setzen wir dann auch daneben. Dass er da dann irgendwie hier arbeiten kann. Alles klar. Na? Ist schon wieder reingefallen hier, so. Okay, das mit dem Fell, das haben wir jetzt mal so weit fertig. Ich pack die ganzen Setzlinge und das Ganze hier, das Holz, das packe ich einfach auch mal hier in die Schmiede. Haben auch gar keinen Platz mehr so richtig, ne? Wollen wir nochmal eine zweite Kiste nochmal eben klar machen hier. Haben wir da noch Holz, hier noch... Hier Planken. So, dann bauen wir hier mal eine zweite Kiste. Dann machen wir das ganze Holz mal einmal rein. Na, falsche Taste. Ich sortiere mal eben grob mal eben alles Holz. Alles Holz hier rein. So, dass wir das hier alles beisammen halten. So, hier bei dem Farmer, da lasse ich mal die ganzen grünen Geschichten. Und Erde packe ich auch hier rein. So, was habe ich denn noch im Rucksack? Da habe ich jetzt noch die Obstbäume, die könnte ich eigentlich auch mal eben einpflanzen. Bei dem Farmer vielleicht hier hinten so als... Ja, da machen wir noch so eine Obstplantage. Machen wir dann noch mal hier hinter, aber die machen wir so ein bisschen... Aber die machen wir so... Ja, so ein bisschen frei. Querbeet, aber ein bisschen dichter. Mal gucken, dass wir das hier so ein bisschen... kultivieren. So vielleicht noch. Ah, noch mal ein bisschen was. Ah, vielleicht hier hin. Na. Mal gucken.
so entwickelt. Ah, hier dieses. Ja. Gucken wir uns später an. Würde ich nur so von der Kante her. Ein bisschen gefälliger das Ganze, ne? Alles klar. So, ich wollte ja mit dem Boot, wollte ich ja mal eben Richtung Sandfeld. Machen wir die Erde noch mal eben hier einsortieren und hier auch noch die ganzen grünen Geschichten hier bei dem. Das auch bei dem Farmer lassen. Hier machen wir die Erde, packen wir mal hier rein. So, da war ja nichts mehr. Brote nehmen wir mal mit. Dann haben wir noch zwei von den Öfen hier, die Mob-Geschichten lassen wir mal. Packen wir noch die Steine eben rein. Na, hier die Holztüren. So, da haben wir das so ein bisschen vorsortiert hier, ne? Wir nehmen uns mal noch ein bisschen Holz mit. Ein Boot haben wir. Wir haben die Werkzeuge, einen Eimer. Wir haben noch ein bisschen Kohle. Das Kupfer, das lassen wir auch mal hier. Wir haben zu essen. Das ist okay. Ein Bett haben wir nicht. So. Alles klar.